Was haben der saarländische Innenminister, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds und der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller gemeinsam? Sie waren alle dreifach geimpft und haben sich mit Corona infiziert. Das sind keine Einzelfälle. Ich verstehe Sie richtig, dass Sie momentan noch keinen Datenstand haben, wie viele der momentan auf den Intensivstationen liegenden tatsächlich geimpft bzw. ungeimpft sind. Sie haben das richtig, korrekt. Wir sehen, dass 77% der Corona-Intensivpatienten vollständig geimpft waren. Das ist ein höherer Anteil, als die vollständig Geimpften an der Gesamtbevölkerung haben. Und seit Sie diese verheerenden Zahlen veröffentlichen mussten, veröffentlicht das Divi-Intensivregister überhaupt keine Zahlen mehr, weil die Zahlen wahrscheinlich zu peinlich sind inzwischen. Es ist tatsächlich so, dass wir einräumen müssen, die Impfstoffe wirken zum jetzigen Zeitpunkt nicht perfekt zur Vermeidung der Infektion. Wissen Sie denn wenigstens, wie hoch der Anteil der Genesenen auf den Intensivstationen ist? Das ist bisher nicht erfasst worden. Also das heißt, das wissen wir auch quasi nicht und werden es auch in Zukunft wahrscheinlich nur sehr schwer herausbekommen können. Friedrich Ebert, Willy Brandt und Helmut Schmidt würden im Grabe rotieren, wenn sie wüssten, wie die heutige SPD versucht, das Eigentum der Konzerne zu schützen, während sie zahllose Gering- und Normalverdiener ihres Eigentums beraubt. Dass man wegen angeblicher Überlastung der Krankenhäuser die Menschen zur Maske zwingt und zum Impfen nötigt, aber zugleich zulässt, dass zahllosen Krankenhäusern wegen der Energiekosten die Insolvenz droht, ist irre. Diese gesamte Politik ist irre. Wir müssen darüber reden, dass die Vorstellungen der Scharia nicht mit dem Grundgesetz kompatibel sind, wenn wir Minderheiten wie die Jesiden schützen wollen. Ich weise Sie darauf hin, dass auf der Tribüne Beifallskundgebungen nicht gestattet sind. Ich bitte Sie, davon abzusehen. Sonst wird die Tribüne geräumt werden müssen. Dass ich als Abgeordneter hier vom Balkon sprechen muss, zeigt, wie sehr Ihre Politik das Land spaltet. Mein Kollege hier ist praktisch immun, weil sein Antikörperwert weit über dem Grenzwert liegt. Und während er hier oben sitzt, kann da unten jeder Geimpfte völlig frei Corona verbreiten. Wissen Sie, wie viele der 1662 Patienten geimpft bzw. ungeimpft waren? Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten auf den Intensivstationen geimpft und nicht geimpft sind. Sie haben sich Ende Dezember in einer Pressekonferenz hingestellt und haben öffentlich verkündet, ich zitiere, fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft, ohne dass wir von schweren Nebenwirkungen erfahren hätten. Jetzt wüsste ich gerne von Ihnen, warum behaupten Sie etwas eindeutig Falsches, anstatt sich vorher zu informieren? 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind doppelt geimpft. Es ist gut gegangen, es hat ihnen genützt. Und natürlich weiß jeder, dass es auch Nebenwirkungen geben kann. Das ist die Entwicklung der Impfnebenwirkungen von Menschen, die zum Arzt gegangen sind, wo die Ärzte festgestellt haben, derjenige hat irgendeine Form von Impfnebenwirkung. Eine übergewichtige Ricarda Lang und ein Karl Lauterbach, der selbst sagt, dass seine braunen Gammelzähne vom Schokoladengenuss herrühren. Doch die beiden Herr Abgeordneter, ich möchte Sie bitten, von Beleidigungen direkter Person hier abzusehen. Das war keine Beleidigung, das war eine Beleidigung. Das war eine Beleidigung und ich erteile Ihnen jetzt einen Ordnungsruf. Ich habe in der letzten Sitzung dem Abgeordneten Martin Sichert einen Ordnungsruf erteilt, den ich aufgrund seines Einspruchs abhelfe. Wissen Sie, wie viele Menschen infolge einer Impfung arbeitsunfähig werden? Haben Sie dazu irgendwelche Zahlen oder Daten? Vielen Dank für die Frage, die kann ich an der Stelle nicht beantworten. Wie viele Krankenversicherte haben bisher im Nachgang einer Corona-Infektion eine Reha-Maßnahme gebraucht? Ich kann Ihnen aus dem Stegreif hier keine Kennzahl benennen. Wie lange soll die unsägliche Einleitung von 480 Millionen Litern geklortem Wasser pro Tag in Wilhelmshaven am LNG-Terminal noch laufen? Erst einmal werden die Umweltschutzstandards auch in Wilhelmshaven eng kontrolliert und monitort. Über 40% der Corona-Toten im letzten Monat waren laut Robert-Koch-Institut vollständig geimpft. Abgegebene Stimmkarten 683. Mit Ja haben gestimmt 296. Mit Nein haben gestimmt 378. Wir stehen für Mäßigung des Staates und eine wehrhafte Demokratie. Und wir werden Ihre Allmachtsfantasien bekämpfen, wo immer Sie diese äußern. Lang lebe die Demokratie, lang lebe die Freiheit.